Strahlensatzaufgaben kannst du deutlich einfacher rechnen. Zumindest deutlich einfacher, als es üblich ist, im Matheunterricht und in den Mathebüchern, also wie es in den Mathebüchern vorgeschlagen wird. Ich empfehle dir, auf die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Strahlensatz zu verzichten und stattdessen mit zwei ähnlichen Dreiecken zu arbeiten. Ich werde dir das gleich zeigen. Das ist super simpel und einfach und du kriegst damit alle Strahlensatzaufgaben in den Griff. Ich habe zu diesem Thema eine kleine Playlist gemacht und da kannst du dich dann auch nochmal davon überzeugen, dass da wirklich alle Aufgabentypen dabei sind. Schau dir das gerne an. In diesem Video werde ich also ein Beispiel davon mal vorrechnen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, du siehst, ich habe hier schon ein Beispiel vorbereitet und bei mir geht das immer nach dem Schema großes Dreieck, kleines Dreieck bzw. kleines Dreieck, großes Dreieck. Ich schreibe mir eine Verhältnisgleichung auf. Das führt dann auch genau zu der gleichen Schreibweise wie auch bei den normalen Strahlensätzen, also wenn du ersten oder zweiten Strahlensatz verwendest. Also zwei Brüche mit dem Gleichheitszeichen dazwischen. Und oben links fange ich immer mit dem x an, ja? In diesem Fall sehe ich ja hier diese rote Strecke hier, die ist mit x bezeichnet. Das schreibe ich mir jetzt da oben schon mal auf jeden Fall hin. Und was mache ich noch? Ich suche mir in dieser Strahlensatzfigur hier, suche ich mir zwei Dreiecke. In jeder Strahlensatzfigur findest du immer zwei Dreiecke, ein kleines, ein großes, ja? Also hier jetzt zum Beispiel, wenn du das anschaust, dann hast du hier das kleine Dreieck und da hast du das große Dreieck. Das findest du in jeder Strahlensatzfigur. So, und dann ist es immer so, kleines Dreieck gleich großes Dreieck oder großes Dreieck gleich kleines Dreieck. Das führt dann letztendlich zu einem Term, der genauso aussieht wie bei den Strahlensätzen. Du musst jetzt hier ganz einfach gucken. Also, auf dem ersten Bruch kommt das eine Dreieck, auf den zweiten Bruch kommt das zweite Dreieck. X ist jetzt ja hier in dem großen Dreieck drin. Das heißt, ich mache hier großes Dreieck zu großem Dreieck. Jetzt hätte ich ja hier die Möglichkeit, x und 3,4 zu nehmen. Das wären ja zwei Seiten aus dem großen Dreieck. Oder halt x und 5. Das wären auch zwei Seiten aus dem großen Dreieck. Solche Schwierigkeiten hast du auch ab und zu in den Aufgaben. Da musst du dann halt gucken, welche nehme ich jetzt. Und zwar muss es im kleinen Dreieck immer genauso sein. Im kleinen Dreieck hast du jetzt die entsprechende Strecke zu dem x. Das ist hier die 4, also hier großes Dreieck, kleines Dreieck. Und in dem kleinen Dreieck ist ja nur diese 5 angegeben, aber nicht dieses hier. Diese Strecke hier wäre ja so entsprechend zu der 3,4. Das heißt, wenn ich jetzt hier links großes Dreieck aufschreiben will, dann muss ich nehmen diese Strecke zu der Strecke, die sind ja beide gegeben, ist gleich, und dann auf der anderen Seite diese Strecke zu der Strecke. Ja, dann habe ich also genau den gleichen Haken sozusagen und genau so kannst du jede Strahlensatzaufgabe knacken. Also x zu das da, das ist 8, ist gleich das zu dem, 4 zu 5. Ja, diese 3,4 ist in diesem Fall also unwichtig. Das passiert dir aber auch häufiger in Matheaufgaben aus dem Buch oder in der Klassenarbeit, dass da so zusätzlich zur Verwirrung, sage ich mal, noch unwichtige Strecken mit angegeben werden und du musst dann die benötigten Strecken raussuchen. So, dann hast du hier diese Gleichung hier und dann musst du in Anführungsstrichen nur noch diese Gleichung hier lösen. Der erste Schritt, das kannst du immer so machen, über Kreuz mal nehmen. Also eigentlich rechnet man dann ja mal 8 im ersten Schritt und dann noch im zweiten Schritt dann mal 5. Also einmal das, was hier unten steht, einmal das, was da unten steht. Das kannst du beides auf einen Schlag machen. Das nennen viele dann auch über Kreuz mal nehmen. Weil wenn ich hier nämlich mal 8 und mal 5 rechne, dann steht hier im Endeffekt 5 mal x ist gleich 4 mal 8. 4 mal 8 ist 32, kann ich direkt ausrechnen. Ja,
Dann muss ich nur noch geteilt durch 5 rechnen. Und dann habe ich es hier schon stehen. X gleich oder ungefähr gleich. 32 durch 5, da kann ich den Taschenrechner dazu nehmen. Mache ich mal eben. 32 geteilt durch 5 ist gleich 6,4. So, hier war alles in Zentimetern, dann ist das Ergebnis auch in Zentimetern. Ja, und mehr ist das nicht. Ja, also großes Dreieck, kleines Dreieck, zwei Brüche aufstellen, auflösen, fertig. Ja, und ich musste nicht einmal über den ersten oder zweiten Strahlensatz nachdenken. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir auch noch die anderen Videos aus der Playlist an, insbesondere das erste. Da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt mit diesem großen und kleinen Dreieck. Ja, Fragen wie gesagt unten rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!